Hallo Leute da draußen, hier ist der einsame Wanderer mit einem ganz aparten Hintergrund, den ich mir gerade mal gesucht habe, spontan. Ja, ich habe einen Tag so halb frei, sag ich mal. Habe ein bisschen Kräfte gesammelt, indem ich heute Morgen schwimmen war. Warum muss ich Kräfte sammeln? Weil ja, einfach Dinge sich entwickelt haben. Ich hatte ja berichtet, dass ich mit der Schule mich sehr angelegt hatte. Wollten wir das Attest verlängern für meine Tochter. Nun ist es so, dass die Ärztin uns gesagt hat, die Anforderungen sind so hoch, dass im Prinzip jetzt ja, Fachärzte sozusagen damit eine Diagnose liefern müssen. Das heißt, als Ärztin kann sie es eigentlich gar nicht mehr gefahrlos machen. Ja, das heißt, die tun alles dafür, dass du keinen Attest bekommst, indem sie die Anforderungen hochschrauben. Zudem habe ich mitbekommen, dass die in der Praxis Druck bekommt, die Ärztin, und ich möchte nicht ihren Arbeitsplatz gefährden. Wir wissen auch, was Leuten passieren kann, die Atteste ausstellen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Druck damit zusammenhängt. Ich konnte mit ihr noch nicht sprechen, aber es ist halt so, dass es da wohl ziemlich eskaliert ist und sie ist wohl unter Beobachtung und dementsprechend möchte ich ihr das halt nicht zumuten. Dementsprechend glaube ich, dass ich am Ende der Fahnenstange angekommen bin. Ich denke, dass ich niemanden mehr finden werde, der einen Attest ausstellt. Und man müsste wahrscheinlich ganz harte Ergebnisse sozusagen vorweisen können, dass man noch einen Attest bekommt. Also quasi kurz vorm Abnippeln. Ansonsten heißt es halt, schädige dich, halt die Fresse und gib deinem Kind eine Maske. So sieht es wahrscheinlich aus. Und ja, für mich war es ein ganz harter Schlag. Ich habe sozusagen für den Moment den Kampf verloren. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, als Vater meine Tochter davor zu schützen, dass sie in der Schule, und ich sage es so, quasi missbraucht wird, indem ihr eine Maske aufgezwungen wird, die sie schädigt, die psychologische Wirkung hat, weil alle anonymisiert sind, weil man die Gesichtszüge nicht sieht, etc. Die Schule macht voll mit. Da kann man nichts erwarten, selbst wenn man vorher mit denen spricht, ist nichts zu erwarten. Das wird hart durchgeführt, ja. Also man muss halt ganz klar sagen, da werden Absprachen gebrochen. Da ist nichts möglich. Da brauche ich auch nicht mehr mit der Schule diskutieren oder so. Die ziehen das einfach durch. Da kann ich sagen, was ich will. Das sind relativ frustrierende Erkenntnisse, dass das System am Ende jetzt im Moment den längeren Atem hat. Und dass wir im Prinzip vor der Wahl stehen. Wir könnten das hart durchziehen. Ich gehe davon aus, dass ich dann wegen Nicht-Schulpflichterfüllung hart bestraft werde. Ob das Geldstrafe bedeutet etc., weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn Kinder der Schulpflicht entzogen werden, glaube ich, holt sogar die Polizei die ab und bringt die hin. Bin ich jetzt aber nicht ganz firm. Auf jeden Fall ist es so, das System sitzt am längeren Hebel, kann dich hart bestrafen, so hart, dass du es dir nicht leisten kannst. Und deshalb zwingt das System dich mit der Schulpflicht dazu, dein Kind quälen zu müssen. Ja, oder quälen zu lassen. Vorher war es noch so, du konntest die Präsenzpflicht aussetzen. Und ganz ehrlich, nach dem Ding hätte ich die Wahl, ich würde meine Tochter jetzt zu Hause lassen, würde sagen, nee, ist nicht. Und würde wieder umschwenken. Ich kann es jetzt nicht. Wir haben das unserer Tochter erklärt. Die hat es ganz gut aufgenommen. Die sagt, ja, suche ich mir eine schicke Maske aus mit Einhorn drauf oder so. Aber es ist natürlich, auf der einen Seite ist es gut, dass sie es locker nimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schlimm. Ne? Es ist ganz schlimm. Das System gewinnt, der Konformitätsdruck und die Repression gewinnt. Und am Ende steht man dann genau wie die anderen da. So werden Sklavengesellschaften gebaut. Ne? Das ist für mich jetzt ein Punkt, wo ich ganz hart mit Kämpfe hadere. Weil im Augenblick habe ich wirklich das Gefühl, ich habe jetzt erstmal verloren. Kann jetzt erstmal nichts mehr so tun vom Gefühl her. Ja, es gibt eine Menge alternative Formen, Linksammlung etc., was man vielleicht eventuell irgendwie noch machen könnte mit irgendwelchen Hintertürchen, darum muss ich mich jetzt kümmern. Aber das ist für mich ein harter Schlag ins Kontor. Auch zu sehen, okay, in dem Moment, ja, hast du jetzt erstmal verloren. Ist einfach so. Das ist eine bittere Erkenntnis. Ich konnte meiner Tochter lange Zeit den Mist ersparen, konnte ihre Gesundheit da schützen, jetzt kann ich es nicht mehr. Und die Frage ist, wie der Druck noch steigt, wenn der Herbst kommt und ob auch es bedeutet, dass irgendwann beruflich auch mal Feierabend ist für mich. Das heißt, ich bin im Augenblick in einer sehr, sehr angespannten Situation, das muss ich einfach so sagen. Und kann jetzt nur versuchen, Kraft zu sammeln, Optionen mir anzugucken.
Aber ich dachte, ich berichte das einfach mal, wie das eben so ist. Und das auch, wenn man, sage ich mal, einen gewissen Widerstandsgeist hat, das nicht heißt, dass man immer aus der Sache rauskommt oder sich rausziehen kann. Ja, das ist einfach mal ein ehrlicher Praxisbericht, wie es aussieht bei mir. Gestern war ich sehr angeschlagen, deshalb sage ich mal, heute geht es ein bisschen besser. Ja, aber das macht halt einen wahnsinnigen Stress und das frisst wirklich auch Energie, habe ich gemerkt. Ich bin halt gar nicht aus dem Bett gekommen heute Morgen. Ich habe glücklicherweise Homeoffice, ungeplanterweise. Und ja, aber es zerrt einfach an Nerven. Dieser Dauerstress zerrt an Nerven, das ist einfach so. Und das wisst ihr ja auch, ne? Und das merke ich jetzt mal wieder. Nichtsdestotrotz muss man Wege finden, wie man mit der Situation umgeht. Und man muss eben seine Optionen abchecken. Also das mal ein ehrlicher Bericht, wie es eben aussieht im Augenblick. Und ja, womit man einfach so zu kämpfen hat, das mag andere jetzt vielleicht gar nicht so tangieren, weil die von Anfang an nicht die Wahl hatten und ihr Kind die ganze Zeit mit Maske in die Schule schicken mussten, ne? Für mich ist das aber jetzt eine neue Erfahrung, weil ich eben lange Zeit durch einen Attest das verhindern konnte und jetzt ist es halt nicht mehr so. Ja, jetzt teile ich das Los vieler anderer Eltern und wir werden sehen, wo es eben hingeht, ob eine Wahl noch was bewegen kann. Ich will da gar nicht meine Meinung zu sagen. Ich lasse es einfach mal offen stehen, ob eine Wahl hilft oder nicht. Und wir als Community müssen eben gucken, ob wir Wege finden. Ich werde mich jetzt halt schlau machen, was zu tun ist. Und wir machen eben das Beste aus der Situation. Ja, das war's von mir heute. Wir sehen uns demnächst wieder.